Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mache ich was ganz Besonderes und zwar geht es für zwei Freundinnen und für mich zusammen in den Urlaub mit den Pferden. Ich freue mich so, so sehr darauf. Das habe ich mal vor 2 Jahren mit 2 anderen Freundinnen schon gemacht. Aber heute geht es dann auch nochmal wieder los in Urlaub. Leider ist Tom nicht dabei. Tom, ganz traurig. Du musst dir auch mal ein Pferd kaufen und dann können wir zusammen genau, in Urlaub fahren. Ja, wir waren schon mal zusammen im Urlaub mit Pferd. Cool. Wir waren in Südafrika. Ja, das stimmt, aber mit eigenen Pferden. Nee, dafür kaufe ich mir ja kein Pferd, nur um einmal mit dem Urlaub zu fahren. Ja, das stimmt. Vielleicht kannst du ja einen Tag vorbeikommen und ein paar Bilder machen. Ich komme morgen vorbei, Ella. Ich komme morgen. Ja? Das wäre mega cool. Meine eigenen Sachen habe ich jetzt schon ins Auto getan und jetzt muss ich noch die Sachen von Gollum alle einpacken und ganz schnell mal in den Stall düsen, weil die anderen sind schon da und warten auf mich. Schaut mal, Tom, mein süßer Boyfriend, hat mir sogar schon was zu essen gemacht, weil ich echt schnell los muss und echt ein bisschen im Stress bin. Muss ganz schnell los und damit sie nicht verhungert, ne? Ich war einfach schon unterwegs mit dem Auto, musste dann aber wieder umdrehen, also als ich gerade auf dem Weg zum Stall war, weil mir aufgefallen ist, dass ich meinen Scooter vergessen habe. Wir alle drei, also meine zwei Freundinnen und ich, wir haben alle einen Scooter und dann haben wir uns überlegt, dass wir die einfach mitnehmen. Wenn wir an eine Strandbar fahren oder sonst irgendwo hin, können wir einfach die Scooter nehmen und müssen nicht immer mit dem Auto fahren. Ich bin wieder da, ich hab dich so vermisst. Warum bist du wieder da? Hast du den Scooter vergessen? Ja, den muss ich doch mitnehmen. Michelle ist jetzt da und jetzt können wir den Anhänger mal dran machen. Gerade zurück, weiter, 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 weiter. Okay, ich glaube, das sollte gehen. Ich bin jetzt erstmal auf dem Dachboden gelaufen und habe sogar eine Futterschüssel dabei mit Deckel, damit ich da das Futter für Gollum reinmachen kann. Als wir zum Pferdecamp gefahren sind, war das ja voll das Drama, weil Tom diese Schüssel von mir schon mitgenommen hatte und ich ja sozusagen nachgefahren bin mit den Pferden. Und dann musste ich mir die ganze Zeit irgendeine Box suchen und dann irgendwann habe ich ja diese Futtertonne genommen. Aber weil wir ja eh nur 3 Tage unterwegs sind, reicht das auf jeden Fall, wo man das Futter reintun kann. Dann nehme ich noch eine extra Schale mit. Ja, und dann fülle ich das hier mal rein. Ich nehme auch auf jeden Fall ein paar Pflegeprodukte mit, weil es im Watt natürlich schon ziemlich matschig werden kann. Wir fahren ja nach Cuxhaven und deshalb habe ich Stiefelpolitur, aber auch für den Sattel was dabei. Und was ich auch immer mega wichtig finde, ist dieses Hautpflege-Puderspray oder ein Silberspray oder sowas, falls sie sich irgendwie verletzen, dass man da so eine kleine Apotheke mit dabei hat. Hallo, wie kommt ihr denn hier rein? Spaß. Das war ja so schlecht. Habt ihr einen Dressursattel auch dabei oder nur Springen? Springsattel. Nur Springsattel natürlich. Michelle, was ist los mit deinem Pferd? Es will nicht runter. Juni, wir wollen ans Meer. Juni, okay. Durfte noch ein bisschen. Jetzt geht sie. Sie hat auf die Kamera gewartet. Juni, was ist schon wieder los? Ein bisschen motivieren. Juni, am Strand. Oh, das wird richtig cool, Leute. Ich freue mich so. Gollum, freust du dich schon? Oh, hallo. Na du? Ich glaube, ich habe jetzt schon alle meine Sachen eingepackt. Also meine Stiefel. Ich zeige auf die Trense und sage Stiefel. Meine Trense, mein Vorderzeug, der Springsattel, Schabracken, Stiefel, Gamaschen. Ich könnte natürlich noch mal nach Glocken Ausschau halten, weil ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt Gamaschen dran machen, weil es ja doch sehr sandig ist. Und nicht, dass der Sand dann scheuert zwischen der Gamasche und dem Bein von Gollum. Das wäre natürlich nicht so gut. Aber es wäre auch nicht so gut, wenn er sich hinten reintritt. Ich muss noch mal überlegen, wie ich das mache. Aber eigentlich tritt er sich da auch nicht rein. Ich glaube, ich schaue noch mal nach Glocken, weil wenn da so ein Eisen abfliegen würde, das wäre schon ziemlich ärgerlich. Meine Sachen habe ich jetzt alle in den Anhänger getan. Und jetzt laufe ich mal eben mit der Karre zu den Ponys hin und apple noch mal ein bisschen ab und schaue einfach nach den Ponys, ob es denen gut geht. Füll auch noch mal das Wasser auf und muss natürlich auch Valentino verabschieden, weil der kommt ja leider nicht mit. Ich finde es eigentlich richtig cool, wenn Valentino auch mal mitkommen würde in so einen Urlaub. Am besten noch mit einer Kutsche. Das wäre echt mega. Aber am Watt macht das natürlich auch nicht so viel Sinn. Hallo Valentino, na du? Na ihr kleinen Pons? Oh, hier muss echt dringend abgeäppelt werden. Also die äppeln so viel. Wie kommt das? Wie kommt das, Valentino? Ja, wenn man vom Teufel spricht. Ihr äppelt zu viel.
Also ich muss ehrlich sagen, um diese Mini-Apple wegzumachen, ist so eine Hake echt am allerbesten. Weil dieses Apple-Girl, also das ist ja der Apple-Boy und das Apple-Girl, was man eigentlich dazu hat, da fallen einfach diese Mini-Apple durch. Und deshalb ist diese Hake echt am besten. Die Hälfte habe ich geschafft und Leute, es ist so anstrengend. Ich kann nicht mehr und mein Arm fällt einfach auch gleich ab, aber egal. Ich mache das natürlich jetzt noch ready, weil hinter mir sind echt noch ganz schön viele Äpfel. Jetzt mache ich noch einmal den Wasserbottich sauber, weil der ist echt ein bisschen gelb von innen. Aber so geht das echt ganz gut weg. Also der Wasserbottich ist jetzt schön sauber, aber ich bin umso dreckiger. Top. Jetzt muss ich mich noch verabschieden bei Valentino. Das fällt mir am allerschwersten, ne? Von euch allen. Lori hat so einen kleinen Kopf, das ist so süß. Ja, und von dir auch, Candy. Habt eine schöne Zeit hier. Valentino hat heute auch frei, weil ich gestern schon mit ihm gearbeitet habe. Tschüss, Valentino. Es fällt mir so schwer, mich zu verabschieden. Aber ich muss jetzt los. Die anderen warten bestimmt schon wieder auf mich. Antonia streut in der Zeit schon den Anhänger mit Späne ein. Ready! Ready to rumble! Jetzt wird erstmal angestoßen. Genau. Auf unseren Urlaub. Aber natürlich alkoholfrei, Leute, damit wir noch fahren können, ne? Reiten. Ja, das auch. Wir frühstücken jetzt erstmal hier Schokobrötchen. Und jetzt laden wir nur noch die Pferde ein und dann fahren wir los. Ich war so schlau und habe einfach die Fenster aufgelassen. Deshalb sind hier jetzt 180.000 Fliegen drin. Oh Mann, Leute, ihr sollt raus. Die Pferde sind jetzt verladen und ich düse den beiden jetzt einfach mal hinterher, weil ich den Weg leider auch nicht weiß. Und deshalb muss ich den jetzt einfach hinterherfahren. Dann telefonieren wir gleich einfach auf dem Weg. Ich habe gesagt, die zwei sollen zusammenfahren. Die haben ja auch zwei Pferde dabei. Und mit dem Auto können wir ja nur ein großes Pferd und zum Beispiel Valentine oder so fahren. Deshalb habe ich jetzt nur ein Pferd dabei. Und dann sehen wir uns in anderthalb Stunden wieder. Ich habe auf jeden Fall jetzt den besten Ausblick auf Gollum. Oh mein Gott, no, Leute. Gollums Schweif hängt einfach draußen. Das kann er doch wohl nicht ernst meinen. Jetzt hat er ihn zum Glück wieder reingezogen. Ach, nee. Ich glaube, wir sind jetzt gleich da. Ich habe hier einfach die ganze Zeit auf dem Weg Chips und hier diese Cookies gegessen. Die sind so lecker. Ich rufe jetzt mal Michelle und Antonia an und frage die mal, wann wir da sind. Sind wir gleich da? Ja. Ja, ich wusste es nicht. Ich habe kein Navi, deshalb weiß ich nicht, wo wir hinfahren. Luni hat übrigens ihren Schweif die ganze Zeit draußen hängen. Oh, das schon wieder. Wir sind angekommen. Der Schweif wird jetzt einfach wieder reingetan. Leo, wer bist du denn? Ihr seid angekommen. Na, Gollum? Mal sehen, ob die GoPro hier noch hängt. Ja, sie hat einfach gehalten. Oh mein Gott, und die ist immer noch an. Die war einfach anderthalb Stunden jetzt an. Hallo Gollum! Ja, ihr habt's geschafft, ihr Mäuse! Wir schauen jetzt mal. Wo sind wir hier denn, Gollum? Schau mal, Gollum, wir sind Nummer 5. Gollum ist richtig skeptisch. Wo bin ich hier angekommen? Wie süß! Hey Gollum, das ist deine Box. Die ist auch schön groß. Oh, die ist richtig schön. Hier siehst du dann auch deine Freundin Luni. Leilani ist auch sicher angekommen. Antonia hat sie schon abgeladen. Wir müssen hier jetzt die Treppe hochgehen, denn wir gehen jetzt in unser Zimmer. Wir sind ganz gespannt. Nummer 2 ist das. Also hier. Wow. Wow. Nicht schlecht. Badezimmer. Doppelbett. Pferdeblick. Naja. Blick auf unsere Pferdeanhänger auf jeden Fall. Hier ist die Küche. Die sieht auch voll modern aus. Ja. Leute, hier können wir noch mal ein bisschen springen. Oh mein Gott. Ja, da sehe ich uns im Unterricht. Ja, genau. Und hier ist noch ein Stockbett. Was machen wir jetzt? Auspacken. Ich schaue jetzt noch mal nach den Pferdchen. Gollum frisst aber auf jeden Fall schon mal. Das ist doch ein gutes Zeichen. Süßnase. Geht's dir gut? Ja, die Fettchen müssen erstmal ankommen und wir packen jetzt erstmal die Sachen aus. Da kommt Michelle auch schon. Wir haben zum Glück ganz wenig Sachen nur mitgenommen. Nicht, als wenn wir so für 100 Tage weg wären. Wir sind halt 3 Tage hier. Ja, wir ziehen hier ein. Wir haben jetzt alle unsere Sachen hier einsortiert. Jeder hat hier so einen Mini-Spind, sag ich jetzt mal. Oder so ein Abteil. Und ich habe einfach 6 Schabracken dabei. Und wir reiten. Zweimal. Was sollen wir dazu noch sagen? Michelle, glaubst du, das reicht mit meinen 6 Schabracken? Es wird knapp, glaube ich.
Wichtig ist auch, dass Michelle eine Peitsche dabei hat, oder? Ja, was machst du damit? Weiß ich noch nicht. Besser haben als brauchen, sag ich mal. Wir sind so schlimm, wirklich alles mitnehmen. Antonia hat hier gebisslos, mit Gebiss, Vorderzeug, Halfter für die Weide. Wir haben für jeden Tag ein Halfter natürlich dabei. Wir machen jetzt noch den Anhänger sauber, oder eher gesagt Antonia, weil ich hier einfach nur daneben stehe und keinen Appleboy habe. Und dann bringen wir gleich mal die Anhänger weg. So cool, dass wir alle einfach unsere E-Scooter mitgenommen haben. Oh mein Gott, Antonia hat sehr im Griff alles. Und dann noch den Koffer da mitnehmen wollen. Ja, dafür ist er jetzt nicht gedacht. Oh. Tschüss. Tschüss. Michelle parkt einfach direkt vorm Eingang. So muss das. Wir sind jetzt wieder rausgegangen und werden jetzt die Pferdchen auf die Weide bringen. Sie sind ja jetzt schon ganz gut angekommen und können sich jetzt erstmal die Beinchen ein bisschen vertreten. Wir haben unsere Sachen auch schon oben alle eingeräumt. Ja, Gollum, du kommst auch mit. Keine Sorge. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn die einfach so zusammen gut stehen können. Aber eigentlich sind unsere Pferde immer sehr verträglich alle. Wir können uns einfach nicht entscheiden mit den Zimmern. Und Antonia hat sich das schon unter den Nagel gerissen. Und jetzt bleibt die Wahl zwischen Michelle und mir. Deshalb machen wir jetzt Ching Chang Chong. Und der Gewinner geht in das Zimmer, der Verlierer in das Zimmer. Dreimal. Okay. Ching Chang Chong. Ching Chang Chong. Jetzt noch ein letztes Mal. Wer hat dann gewonnen? Du. Du hast schon 2-0. Ching Chang Chong. Nochmal oder was? Ja. Ich habe jetzt dieses tolle Zimmer bekommen. Es ist nur ein bisschen eng. Ja, also wenn ich morgens dann aufwache, dann darf ich auf jeden Fall nicht hier so direkt hoch sprinten. Das geht, glaube ich, nicht so gut. Wir packen jetzt gerade schon alles aus, was wir dabei haben. Wir haben eigentlich nur Getränke dabei, sonst nichts. Ja, davon werden wir auch satt. Oh, wie nice. Melon. Und Möhren für die Ponys. Yes. Für die Pferdchen haben wir natürlich auch was, ne? Ja, und was machen wir jetzt, Leute? Auf zum Strand. Yes, unsere Pferde stehen einfach draußen und wir wollen jetzt erstmal uns hier die Umgebung so ein bisschen anschauen. Ich habe hier von Antonia diese tolle Tasche bekommen, da steht einfach Tommy drauf. Das erinnert mich an meinen Freund. Okay. Lass jetzt gehen, Leute. Lieber gehen, bevor ich noch mehr blödes Zeug erzähle. Ich dachte gerade noch so, falls es euch interessieren sollte, wir sind auf dem Reiterhof Fink. Also falls ihr hier auch mal herkommen wollt und Urlaub machen wollt, dann wisst ihr jetzt Bescheid, wo wir sind. Und die anderen kommen auch gerade und dann können wir jetzt los. Wir sind jetzt hier am Strand angekommen und da werden wir morgen früh reiten. Jetzt gerade ist natürlich Flut, aber wenn das ganze Wasser dann morgen früh weg ist, dann werdet ihr uns von dort sehen. Richtig cool. Und der Weg ist auch echt nicht weit. Wir fahren hier, wie lange sind wir hierher gefahren? 10 Minuten. Aber es ist sehr, sehr schön hier. Auch morgen Mittag können wir uns hier auch hinlegen in den Sand. Richtig cool. Und jetzt suchen wir mal was zu essen. Wir sind jetzt in das erste Lokal gegangen und Michelle schaut sich die Karte an und was steht hier? Lauch. Unsere Freunde sind auch dabei. Das erinnert mich an meinen Freund. Richtig fies. Das erinnert uns alle an unsere Freunde. Ja. Wir haben jetzt Essen bekommen. Ich habe mir einen Flammkuchen mit Krabben und Lachs bestellt. Michelle hat einen Burger. Der sieht auch sehr lecker aus, aber leider mit Fleisch, also nichts für mich. Wie du schon so, Wasser läuft schon im Mund zusammen. Und Antonia hat sich Einen Cheeseburger bestellt mit Süßkartoffelpommes. Jetzt lecker, lassen wir es uns. Jetzt lassen wir es uns schmecken. Das Essen war sehr köstlich. Und jetzt fahren wir mit den E-Bikes wieder nach Hause und schauen mal nach. Achso, mit den E-Scootern wollte ich sagen. Fahren wir mal wieder nach Hause und schauen nach unseren Pferdchen. Ja, und wir hatten gerade noch einen richtig leckeren Nachtisch, den habe ich leider vergessen zu filmen. So richtig leckere Waffeln. War köstlich auf jeden Fall. Hier ist jetzt irgendwie noch so eine Aussichtsplattform und da möchte ich gerne noch drauf gehen. Kommst du mit? Ja! Michelle, was mit dir? Nee, danke. Nach dem Essen. Die Waffel zum Nachtisch muss wieder abtrainiert werden. Ich hoffe, man kann da durchschauen. Halleluja. Schau mal, hier kann man durchschauen. Das ist eine super Aussicht. Wow. Yay. Oh mein Gott, wie stalking ist das denn bitte? Zeig mal die Insel. Die wollen alle sehen. Man sieht einfach gar nichts. Ja, jetzt.
So, wir fahren jetzt wieder. Let's go. Oh, es ist hier so schön am Strand. Nein, wir sind auf dem Platz. Wir machen gerade ein bisschen Bodenarbeit. Es klappt ganz gut. Also ich habe bislang jetzt auch noch nicht so viel gemacht, außer anhalten und wieder vorwärts gehen. Jetzt mache ich aber mal was Besonderes, und zwar spanischen Schritt. Mal sehen, ob das klappt. Gut, prima. Toll. Ja, es hat funktioniert. Es klappt gut, Leute. Hallo. Oh, hier sind so viele Fliegen. Obwohl ich ihn schon richtig gut eingespult habe. Echt nicht normal. Aber wie süß. Das war es jetzt auch schon mit unserer Einheit. Er hat das ganz toll gemacht. Hat ihn auch sehr ausgelastet. Nein, die nächsten zwei Tage werden ihn sicherlich sehr, sehr doll auslassen, wenn wir ans Watt reiten. Aber das wäre auch ziemlich anstrengend für die, wenn man das jetzt jeden Tag machen würde. Deshalb reichen auf jeden Fall zweimal für die Pferdchen, weil wir wollen ja, dass ihr weiterhin gesund bleibt, ne? Die Pferdchen bekommen jetzt erstmal ein bisschen Futter. Gollum, für dich! So, ich tue ihm das jetzt hier rein in sein Futtertuch. Guten Appetit. Oh, es ist hier irgendwie echt dunkel drin. Muss mal ein bisschen Licht anmachen. Jetzt gibt es natürlich noch mal ein bisschen Wasser, was ich auffülle, weil die haben ja keine Tränke in den Boxen. Michelle, was ist das denn? Sie wundert sich die ganze Zeit, warum sie nass geschwitzt ist. Und da kommt einfach ja, die ganze Zeit Wasser raus hier aus dem Schlauch. Aber nicht an der eigentlichen Stelle, wo es soll. Doch, da kommt auch was raus, aber hier auch. Ein kleiner Sprinkler für dich. Dankeschön. Wir haben uns überlegt, wir machen jetzt noch eine kleine Springstunde. Antonia, dann wärm dich hier mal auf. Den habe ich schon extra so hingelegt, dass du dich aufwärmen kannst. Limbo machen wir, ja. Oh mein Gott. Vielleicht fangen wir hier an. Hier an. Da hinten ist noch ein Cavaletti, damit können wir anfangen. Ich glaube auch. Ganz ehrlich, für unsere Ponys wäre das einfach genau das Richtige. Valentino durch so ein Parcours, das wird so gut gehen. Oh mein Gott, so ein Ochser. Es war ungefähr so groß, ist da einfach rübergesprungen. Ich könnte das nicht, ne? Nein. Also Hammer. Ich komme da auch nicht rüber. Mit so einem Steckenpferd noch, wirklich. Wow. Das ist richtig krass. Einfach mal, guck mal, wie hoch die Sprünge alles sind. Oh mein Gott, das ist halt richtig heftig hoch. Nee, das will ich mich nicht trauen, nur mit Pferd, alleine nicht. So, Antonia, let's go. Ja, du kannst hier anfangen. Oh mein Gott, jetzt das Cavaletti. Wuhu. Zu weite Distanz. Oh mein Gott, jetzt macht sie das, oder was? Oh, ist stehen geblieben. Trau dich. Boah, Leute, ich habe so Angst. Ich kann das halt gar nicht. Und vor allen Dingen habe ich auch ein Trauma einfach davon. Als ich einmal mit Valentino an der Hand springen wollte, bin ich einfach hingefallen. Weil ich an der Stange hängen geblieben bin, bin ich hingefallen und Valentino ist weg. Das habe ich noch gerade so geschafft. Oh nee, Leute, das schaffe ich nicht. Ich schwöre es euch, ich bin das viel zu hoch. So, das traue ich mir. Aber Michelle war ja doch gar nicht dran. Let's go. Besser nicht. Warum? Ich habe schon die Knie kaputt. Was passiert? Aua. Ich bin beim Volleyballspielen gefallen. Aua. Was machen wir jetzt? Wir holen uns jetzt ein Getränk und setzen uns noch nach draußen irgendwo schön hin. Yes. Michelle hat sich gerade auch noch mal getraut. Doch, du schaffst das. Oh mein Gott, das ist echt richtig. Michelle, schau dir das an. Das ist da hast du verweigert. Schwierig. Oh no. Jetzt schaffst du es. Let's go. 3, 2, 1, woohoo! Naturtalent, würde ich sagen. Prost. Wir lassen den Abend jetzt nochmal ganz genüsslich ausklingen und schauen später nochmal bei den Ponys vorbei. Wir werden morgen dann das erste Mal ins Watt reiten. Ich hoffe natürlich, euch hat der Vlog gefallen. Ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Bei 500.000 Abonnenten muss Tom, was muss dann Tom? Weißt springen. Du das? Ja, einen ganzen Parcours. Mit einem Pferd. Oh mein Gott. Also nicht so wie wir hier gerade, sondern mit Pferd einen ganzen Parcours. Das wollen wir sehen. Das wollen wir alle sehen. Also abonnieren nicht vergessen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.